Am 25. Juli übergab Innenstaatssekretär Wolfgang Schmülling der Landespolizei 25 neue Funkstreifenwagen. Auf dem Gelände des Polizeizentrums Schwerin konnten die neuen Fahrzeuge bestaunt werden. 24 Streifenwagen werden in Zukunft in den Polizeiinspektionen Schwerin, Wismar, Rostock, Ludwigslust, Neubrandenburg, Stralsund, Anklam und Güstrow eingesetzt. Ein Wagen geht an die Autobahnpolizei in Wismar. Alle 6 Jahre werden die Fahrzeuge durch neue ersetzt. Die sind wichtig, weil sie den Mitarbeitern auch die Gewissheit geben, dass wir auch an die Sicherheit unserer eigenen Mitarbeiter denken. Das sind weiterentwickelte Fahrzeuge. 6 Jahre von damals bis heute, da ist wieder ganz viel passiert. Und da achten wir drauf, denn sie müssen teilweise mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Sie haben mittlerweile sehr viel Ausrüstung dabei. Das muss alles sicher verstaut sein. Und das erfüllen diese Fahrzeuge auf jeden Fall. Die neuen Fahrzeuge bringen eine gute Motorisierung und technische Ausstattung mit. Der 7-stellige Anschaffungspreis sei damit, auch im Hinblick auf die Sicherheit, gut investiertes Geld. Die noch ungebrauchten Streifenwagen dürfen nun zu ihren ersten Einsätzen rollen.